Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 13. November. Heute haben wir dabei Tesla, Instagram, Deutsche Telekom, Apple, Amazon Fire TV und Twitch. Beginnen tun wir endlich mal wieder mit Tesla und Elon Musk. Haben wir ja schon länger nicht gehabt. Der war nämlich in Berlin und hat da das goldene Lenkrad von Bild bekommen. Und als er auf der Bühne war, hat er halt ein bisschen geredet. Und danach hat er halt auch getwittert, dass Berlin der Standort wird für die Gigafactory. Ja, das ist ja die Riesenfabrik, wo die ihre Solarpanels und was der Teufel was produzieren. Und die erste European Gigafactory wird halt in Berlin bzw. der Berliner Umgebung, dem Umfeld gebaut. Sehr schön. Sind auf jeden Fall ein paar Arbeitsplätze für uns. Finde ich gut. Nächstes Thema, Instagram. Die, die gehen jetzt gegen TikTok vor. Also in dem Sinne, dass sie auch da ein Konkurrenzprodukt platzieren. Das hat ja schon Snapchat böse erlebt mit den Stories. Ich glaube, TikTok wird nicht so einfach. Aber es wird jetzt Instagram Reels geben. Das ist dann praktisch ein Musik-Remix-Feature, ähnlich TikTok oder ehemals Musical.ly, was von Instagram auch angeführt wird. Das gibt es ab heute auf iOS und Android, aber erstmal nur in Brasilien. Und in Brasilien heißt es auch nicht Reels. Das ist ganz absurd. Da heißt es nämlich Cenas. Naja, schauen wir mal, wie es da läuft. Auf jeden Fall ist die Strategie, sowas haben sie bei Stories auch gemacht, als neues Feature in Ländern zu launchen, wo das Konkurrenzprodukt noch nicht so stark ist. Und TikTok ist noch nicht so stark in Brasilien. Deswegen wird jetzt da unten getestet und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, wo ich auch gespannt bin, was dabei rauskommt und schauen wir mal, das ist Telekom Magenta 1 Beta. Das ist ein neuer Tarif von der Deutschen Telekom und da wird gebündelt ein Mobilfunk und ein DSL-Anschluss, kein TV, sondern nur Mobil- oder Datenfunk so gesehen, mit unbegrenztem Datenvolumen, das bedeutet auch unbegrenzt mobil. Man kann sogar 1 GB mit ins Ausland nehmen, 15 GB innerhalb von Europas roamen. Und das Ganze kostet dann auch nur 20 Euro im Monat, also spottbillig. Man muss einmal für 12 Monate abschließen, danach ist es monatlich kündbar. Und schon allein wegen dem Auslandsdatenpaket von 1 GB, finde ich, da lohnt sich schon der 20 im Monat. Ich weiß nicht, ob ich das zumal buchen kann, wenn ich schon einen DSL-Anschluss habe. Ich probiere es wahrscheinlich einfach mal aus und bin gespannt. Ja, ist auf jeden Fall ein Kampfpreis. Viele Sachen sind natürlich nicht dabei, es ist keine Festnetzrufnummer dabei, keine eSIM, keine Multisim, keine Family Card und andere Sachen. Aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Produkt, was wahrscheinlich ein bisschen Action im Mobilfunkbereich providen wird, um es mal englisch zu sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dafür sorgen wird. Ja, die Hölle gefriert ja mittlerweile regelmäßig zu. Sachen, die vorher undenkbar sind, passieren immer öfter. Und Apple TV ist jetzt auch auf diversen Fire TV-Geräten verfügbar und jetzt auch auf dem Fire TV Cube. Ja, und da könnt ihr jetzt also auch Apple TV drauf gucken, inklusive Apple TV Plus, wenn ihr es abonnieren wollt oder frei Monate oder Jahre habt, dann könnt ihr jetzt euren Fire TV Cube auch dafür nutzen. Und letztes Thema für heute, Twitch. Die haben gestern Twitch Studio veröffentlicht. Das war bislang in der Meta und jetzt kann sich jeder runterladen. Und das ist ein Streaming-Studio mit allen möglichen Tools und Features, wie man ganz einfach dann streamen kann, sein Setup aufsetzt. Die Software checkt dann auch, was hat man überhaupt, was für ein Mikro, was für ein Webcam, wie ist die Auflösung und konfiguriert das. Dann gibt es halt voreingestellte Settings. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, macht den Weg für viele bestimmt einfacher, ist allerdings erstmal nur für Windows-PCs verfügbar, nicht für Mac, nicht für iOS und nicht für Android. Für den Moment, sagt Twitch, was ja bedeutet für den Moment, also wird sich das wahrscheinlich auch ändern, das macht natürlich auch Sinn. Und wenn ihr Windows habt, Twitch streamen wollt, dann probiert doch mal Twitch Studio aus. Man braucht mindestens Windows 7 übrigens. Tja, das war's dann auch für heute. Bergfest. Habt einen großartigen Mittwoch, bleibt positiv und ja, morgen geht's weiter, ne? Mit einer Geek Talk Daily Folge für euch. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.